ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich habe heute mal wieder ein Eye of the Day für euch, nachdem ich letzte Woche keins hatte, weil mir irgendwie überhaupt nicht danach war, irgendwas Spezielles zu machen und ich der Meinung bin, ihr wollt sicherlich nicht jedes Make-up sehen, was irgendwie immer ähnlich und gleich aussieht. Deswegen habe ich es letzte Woche gelassen und ja, mich diese Woche wieder entschieden, eins zu machen und ich werde euch ganz schnell auch dann dazu eine Meinung geben zu einem der Chanel Illusion d'Ombre Lidschatten, die ja momentan super gehypt werden und irgendwie hat es auch fast jeder, zumindest hier auf YouTube. Und ja, ich habe mir ein paar davon, beziehungsweise ich habe mir drei davon gekauft. Einer ist noch nicht da, einen habe ich schon was länger und einen habe ich jetzt erst bekommen. Und zu dem werde ich euch ganz schnell meine Meinung dann mit äußern, wenn ich denn dann bei den Augen ankomme. Aber als allererstes fangen wir wie üblich mit dem Gesicht an und dazu habe ich ganz normal meinen Moisturizer aufgetragen, eine Augencreme verwendet, blablabla. Und Primer versuche ich momentan keinen zu benutzen, weil mir gerade irgendwie nicht danach ist. Also es hat jetzt keine bestimmten Gründe oder irgendwas, aber ich habe irgendwie momentan keinen Bock, mir zu viel aufs Gesicht zu schmieren. Wobei, wir schmieren uns immer noch genug drauf. So, dann habe ich benutzt eine Foundation und ich habe heute mal wieder zur NARS Sheer Glow Foundation in der Farbe Deville gegriffen. Da steht zusätzlich noch Light vor, also es ist nicht die hellste, die ihr bekommen könnt, aber eine relativ helle Foundation. Und ich benutze diese Foundation sehr, sehr gern, weil ich finde, es ist eine der Foundation, die sehr, sehr ergiebig sind. Viele andere Foundations, die sind sehr dickflüssig und man braucht halt mehr, aber bei der, die hat so eine super schöne Konsistenz, die ist nicht zu flüssig und auch nicht zu dickflüssig, lässt sich gut auftragen und man braucht einfach nicht allzu viel davon. Und es ist ein ganz guter Match für meinen Hautton. Dann habe ich benutzt einen Concealer und zwar von MAC, den nehme ich eigentlich jetzt schon wochenlang, weil es ist einfach ein sehr, sehr guter Concealer und warum wechseln, ne? Also, das ist der Pro Longwear Concealer von MAC in der Nummer NB20. Das ist so ungefähr meine Farbe, mein Farbton, den es ein bisschen abdeckt. Ich finde oft die MAC-Farben ein bisschen zu pinkstichig, also so ein bisschen zu rosa vom Unterton her. Aber der geht gerade. Den habe ich unter den Augen und um die Nase rum und auf allen Stellen, wo Concealer hingehört, aufgetragen. Dann habe ich abgepudert mit dem MAC Set Powder. Das ist dieses hier, das ist dieses einfache weiße Puder, das hat keine Farbe. Das ist einfach ein Translucent Puder und ich benutze das auch sehr, sehr häufig. Es ist ein gutes Setting Powder, aber es ist jetzt auch nicht das Beste. Also ich bin immer noch auf der Suche nach einem besseren Setting Powder, was jetzt wirklich noch ein bisschen mehr mattiert, ohne dass es zu weiß aussieht. Weil das ist das, was mit diesen weißen Pudern, das ist genau das gleiche wie mit dem Make-up Forever HD Powder. Das passiert euch einfach zu häufig mit diesen weißen Pudern, dass ihr zu viel erwischt, dass es zu dunkel im Bart ist, was bei mir der Fall ist. Und dann könnt ihr ganz schnell zu weiß aussehen. Also bei weißen Setting Powders immer ein bisschen drauf aufpassen. Dann habe ich benutzt einen Bronzer. Und zwar momentan liebe ich den auch sehr. Ist es von NARS der Laguna Bronzer. Ja. Den nehme ich momentan sehr, sehr gern und den trage ich einfach mit einem der Real Techniques Stippling Brushes auf, also so ein Blending Stippling Brush. Das ist die Farbe und er sieht wirklich viel, viel dunkler aus, als er letzten Endes ist. Er hat einfach so einen schönen Goldschimmer und ist ein relativ natürliches Braun, der ist nicht zu orange. Was ich überhaupt nicht haben kann, wie so ein Oompa Loompa mag kein Mensch aussehen. Und deswegen ja, ist das ein sehr, sehr guter Bronzer. Dann habe ich benutzt ein Blush, selbstverständlich. Und zwar ebenfalls von NARS, das Orgasm. Was ich momentan auch sehr gerne benutze, weil es einfach so ein Allround-Genie ist. Also den kann man einfach absolut immer benutzen. Und auch so ziemlich zu jedem Hautton. Mir ist dieses Papa da irgendwie weggekommen. Das ist der Farbton, es ist einfach so ein tolles Peach mit Goldpartikeln. Ich finde ihn unheimlich schön. Der gefällt mir unheimlich gut. Und der passt wirklich dadurch, dass er einfach nicht zu extremst pigmentiert ist, passt er einfach absolut zu ziemlich jedem Hautton. Dann ein Highlighting Powder haben wir noch verwendet und zwar das Mineralized Skin Finish von MAC in der Farbe See My Precious Pearl. Das ist, wie der Name schon sagt, aus der See My Precious, das war eine LE. Aber ihr bekommt von diesen, diese komplett alles Skin Finishes von MAC. Es gibt immer einen ähnlichen Ton, also ihr bekommt immer irgendwas Ähnliches. Der ist jetzt mehr so Champagnerfarben mit einem leichten Rosé-Unterton.
Den mag ich jetzt wirklich wahnsinnig gern, weil der nicht so viel Schimmer hat. Das Highlighting Powder von Estee Lauder, das hat extrem viel Schimmer und ich finde es total schön, weil es einfach so einen ganz tollen Effekt auf der Haut zaubert. Aber für den Alltag mag ich das auch sehr, sehr gern. Deswegen habe ich das benutzt. Dann auf den Lippen trage ich heute den Estee Lauder Pure Color Lipstick in der Nummer 61 Pink Parfait. Das ist diese hier. Ich finde diese Lippenstifte sehr schön, weil sie ziemlich moisturizing sind. Also sie haben, spenden sehr viel Feuchtigkeit, trocknen nicht so super aus. Und das ist einfach so ein lila stichiges Pink. Da. Ja. Und den habe ich auch auf den Lippen. Da gefällt mir die Form auch irgendwie ganz gut. Also der macht sich, der verformt sich nicht so komisch. So, das haben wir jetzt prinzipiell da. Die Augenbrauen habe ich mit MAC Fling nachgezogen, wie üblich. Da. Ja, das war jetzt der. Da. Das ist diese wachsartige Augenbrauenstift. Der passt wunderbar zu meinen Augenbrauen. Den habe ich da benutzt. Und jetzt kommen wir zu den Augen. Und da zoome ich euch ganz kurz ein bisschen ran. Jetzt erzähle ich euch ganz schnell zu den Augen, was ich gemacht habe. Und zwar, als allererstes habe ich eine Illusion d'Ombre Eyeshadows aufgetragen. Und zwar die Nummer 82 Emmerville, whatever. Das ist dieser hier. Das ist so ein Champagner-pinkfarbener Lidschatten. Und den habe ich sogar auf ein Viertel des beweglichen Lids aufgetragen. Und jetzt ganz kurz zwischendrin, nee, mach mal anders. Ich sag euch gleich, was ich zu diesem denke. Mach mal erstmal weiter. So, den habe ich da aufgetragen. Dann habe ich heute von ebenfalls von Chanel, ich weiß, teuer, teuer, das Enigma Quad benutzt. Und zwar ist das die Nummer 19. Ich habe das jetzt schon länger und ich benutze es häufiger, vergesse es nur leider oft. Und so sehen die Farben generell aus. So, auf dem Rest vom beweglichen Lid habe ich dann diesen Ton aufgetragen, was ein sehr schönes Grau ist mit einem Silberschimmer. Der ist schon relativ intensiv. Allerdings, wenn man den ein bisschen verblendet, dann kann man den sehr, sehr schön ausblenden und weniger intensiv machen. Und in der Lidfalte und im äußeren V habe ich dann diesen dunklen lila Ton aufgetragen. Der hat auch einen Silberschimmer, also die haben alle einen silbernen Schimmer. Das ist dann der hier, das ist der Grau, das ist jetzt der lilafarbene und den habe ich in der Lidfalte ein bisschen aufgetragen, ein bisschen reingezogen und im äußeren V aufgetragen. Und als Highlighter bzw. zum Kanten ausblenden habe ich dann diesen hellen pinkfarbenen Ton benutzt heute. Der hat einfach nur ein bisschen Schimmer, also den sieht man jetzt nicht wahnsinnig. War auch nicht mein Ziel. Das habe ich auf dem ganzen Lid, also das habe ich im Auge gemacht. Und dann habe ich dazu heute als Eyeliner und Kajal Smolder benutzt von MAC. Den mag ich momentan sehr, sehr gern, weil der sehr weich ist und sich sehr gut ausblenden lässt. Ja, der hat einfach gerade momentan die Konsistenz, die ich sehr gern mag. Den habe ich also, wie gesagt, als Eyeliner aufgetragen, habe den dann mit einem Eyeliner-Pinsel ein bisschen versmatscht. Habe ihn am unteren Wimpernrand ebenfalls aufgetragen, genau mit dem von Chanel, mit dem dunkellilafarbenen und habe das ein bisschen ausgeblendet. Und dann habe ich noch die Wimpern getuscht und zwar mit der Helena Rubinstein Lash Queen Sexy Blacks. Die habe ich heute mal wieder verwendet und das war's. Also, mehr habe ich jetzt nicht gemacht. War auch eigentlich genügend, was ich gemacht habe, weil mehr wäre dann auch Clowns Make-up, glaube ich. Ja, das ist alles, was wir heute an Eye of the Day gemacht haben, beziehungsweise Face of the Day. Und jetzt ganz kurz hinterher meine Kurzreview zu diesem Lidschatten. Also, wie ihr wisst, ich habe noch die 84 Epaton. Und die 83 ist es, glaube ich, Illusoire oder ist die 85? Nee, ich glaube die 83 Illusoire. Den habe ich mir noch bestellt, aber der, keine Ahnung, wann der kommt.
Den habe ich jetzt bekommen, also ich habe ein paar Sachen eingetauscht. Nur so viel. Ich muss das nicht unbedingt bezahlen. Also, das ist, also wie gesagt, das ist dieser hier. Und an sich ist der Farbton wunderschön. Beim Swatchen im Laden fand ich ihn auch schön. Mag aber dran liegen, dass die zum Swatchen andere Behälter haben. Und ich swatche ihn euch jetzt mal. Der hat einen wunderschönen Schimmer, wenn man ihn auf dem Finger hat. Und lässt sich auch gut verblenden und bla bla. So, mein Problem war jetzt, ich habe dazu diesen Pinsel benutzt. Weil ich den Pinsel eigentlich an für sich nicht schlecht finde. So. Der kommt mit, der gehört zum Lidschatten dazu. Jetzt haben wir ein Problem, wenn man mit diesem Pinsel in den Lidschatten geht, ja, dann schiebt es den Lidschatten prinzipiell nur hin und her. Also man bekommt nichts auf den Pinsel, man bekommt nur die Farbe hin und her geschoben. Seht ihr das? Und da haben wir nichts. Also das ist, der ist jetzt ein bisschen dreckig von vorhin. Man muss wirklich schauen, dass man so richtig richtigen Brocken irgendwie auf den Pinsel bekommt, um den überhaupt auf dem Lid verteilen zu können. Finde ich jetzt weniger witzig. So, dann habe ich es versucht mit den Fingern zu verteilen. Habe ich auch meistens kein Problem mit. Allerdings bleibt die Hälfte am Finger kleben und nicht am Auge, wo es hin soll, beziehungsweise den wunderschönen Schimmer, den wir normalerweise haben, gibt es dann einfach nicht. Also es ist dann mehr oder weniger ein einfacher Lidschatten, also kommt nicht so wahnsinnig schön raus wie Epaton zum Beispiel, der einen richtig tollen Schimmer hat und den man dann auch auf dem Auge so richtig schön sieht, der spiegelt und ich weiß nicht was. Also was halt einfach ein einzigartiger Lidschatten ist und das hat man bei dem jetzt einfach überhaupt mal gar nicht. Also das ist einfach nur ein champagnerfarbener Lidschatten. Das hätte jetzt auch ein Puder sein können. Das würde nicht unbedingt auffallen. Das würde nicht unbedingt einen Unterschied machen. Was mich halt wirklich wahnsinnig nervt, ist, dass ich nichts auf den Pinsel bekomme. Dass ich immer alles im Finger kleben habe, wenn ich es mit dem Finger auftragen möchte. Das finde ich jetzt weniger gut. Und jetzt meine Frage an euch. Wer hat diesen Lidschatten? Habt ihr das gleiche Problem oder habe ich nur eine Montagsproduktion, weil ich es mir nicht vorstellen kann, der andere Lidschatten lässt sich sehr gut auftragen. Wie ist das bei euch? Wie findet ihr den? Lässt er sich super einfach auftragen oder habt ihr das gleiche Problem damit? Es würde mich jetzt total interessieren, weil davon hängt irgendwie ein bisschen ab, ob ich den Lidschatten zurückbringe oder nicht. Schreibt mir das doch einfach unten in die Kommentare rein oder wenn ihr den nicht habt, dann schreibt mir doch einfach, was würdet ihr machen? Was würdet ihr mit so einem Lidschatten machen? Würdet ihr noch ein paar Mal probieren, den auszuprobieren, irgendwie hinzubekommen, dass er aufs Auge bekommt? Oder würdet ihr den einfach aufgeben, zurückbringen, eventuell was anderes ausprobieren? Schreibt mir das einfach unten in die Kommentare rein und ich freue mich auf eure Meinung bzw. auf eure Erfahrungen, falls ihr damit Erfahrungen habt mit dem Lidschatten. So, das war es jetzt heute zu diesem Video. Ich werde jetzt noch gleich ein anderes Video drehen und mein armes Kind wird, glaube ich, gerade krank. Jo, oh. Bis ganz hinüber. So, oi. Kümmern wir uns jetzt gleich erstmal um die kleine Mimi. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Bleibt sauber. Bye, bye.